Ole, ole, Folge 5. Nur noch 2 für diese Aufnahmesession. Das ist doch schön. Ja. 2 Folgen muss ich noch aufnehmen, dann bin ich auch erstmal durch. Dann kann ich morgen das alles in Schnitt packen. Und hab dann erstmal, ich sag mal, ja, 2 Wochen frei wäre schön. Gehe aber trotzdem weiterhin arbeiten und habe auch andere Sachen zu tun. Deshalb mache ich den ganzen Bums hier mit Voraufnehmen. Naja. Aber, wie gesagt, dann bin ich halt erstmal durch. Dann habe ich hier 4 Stunden lang gesessen und 2 Stunden FIFA gespielt, 2 Stunden Minecraft gespielt und nebenbei halt irgendwas vor mich hingelabert. Das kann schon mal ziemlich anstrengend sein. Deshalb verzeiht mir, falls die Folgen etwas ruhiger an der einen oder anderen Stelle sind. Das ist bei FIFA natürlich nochmal einfacher zu übertünchen, indem ich einfach irgendwas zu dem Spielgeschehen sage. Aber gerade in Minecraft, wenn es nur darum geht, ein paar Blöcke abzubauen, ist das ab und zu echt schwer, da noch Sinnvolles von sich zu geben. Aber ich hoffe, ihr verzeiht. So. Haben wir das gleich? Oh, da ist eine Bimsebumse. Bimsebumse, hallo. So, das können wir zumachen. Zack. Wollte ja so einen privaten Mineneingang machen. Eventuell kann ich den dann ja da in die Wand hämmern. Platz hätte ich ja jetzt. Da muss ich nicht so was Kleines Verstecktes machen, sondern kann so was richtig Großes mit Tor eventuell unten an so ein Minensystem auch angeschlossen. Schauen wir mal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das letzte bisschen Stein hinter unserem Haus. Ja, dann haben wir hier eine ziemliche Wand. Ist ja schon fast ein zweites Loch, was wir hier gebaut haben, wo wir dann drin wohnen. Aber wir sind dadurch halt etwas abgeschirmter, weil ich eigentlich ganz nett finde. Dem Barrel-Ding hier ist bis jetzt nur Erde drin, okay. Noch 2 rein. Nur noch 2 Reihen. Und die letzte. So, letzte Reihe. Dann haben wir's. Ja, hier ist voll. Das heißt, wir können in die Kiste hier ein bisschen Dreck abladen. Aber ansonsten auch nicht wirklich viel. So, zack, zack, zack. Haben wir die voll gemacht. Dann können wir hier zumindest ein bisschen was noch mit reinpacken, was halt da gerade so noch reingeht. Es wird dunkel. Können wir schon schlafen? Wir können schon schlafen. Das ist schön. Und dann schnappen wir uns jetzt Dreck, um das Ganze da hinten aufzufüllen. Denn das ist einiges, was denn aufzufüllen ist. So, bisschen Ordnung hier mal im Inventar schaffen. So, boah, sowohl Spitzhacke als auch Schaufel gehen auf dem Zahnfleisch. Da müssen wir jetzt mal schauen,
wie weit wir damit noch kommen. Ansonsten muss ich mir nämlich echt nochmal eine neue Spitzhacke machen. So, das hier soll, so wie es aussieht, hier rum. Wird das Ganze bis hier hinziehen. So. Dann müssen wir mal hier oben schauen. So, hier haben wir das Ganze so. Das kann ja ruhig eine Wand sein, aber das hier... das Ganze dann so weiter verläuft. Aber hier, ja, eventuell hier dann runtergehen. So, das heißt, wir bleiben bis hier auf der Ebene. Oh. Fackelus kommt zurück, Us. Bis hier ziehen wir das Ganze jetzt einmal hoch. Da wird natürlich echt einiges an Erde reingehen. Also da werden diverse Stacks drin verschwinden. Hier. Denn ich will halt definitiv keine Luftlöcher. Gerade da ich ja viel unter Kellern möchte, da bieten sich so Luftlöcher halt überhaupt nicht an. Weil ich dann überhaupt nicht abschätzen kann, wie weit und alles. Deshalb, nee. Es soll schon alles Struktur haben. Vernünftig zu sein. Kann ich auch mal irgendwo runtergraben, ohne Angst zu haben, dass ich in irgendein tiefes Loch falle. So. So, einmal hier das Gras abschlagen, dass ich hier etwas besser die Sachen platzieren kann. Gib mir die Fackel los. Haben wir die Ebene hier gleich hochgezogen? Kommt die hier noch? So, hier mal Gras wegmachen. Ja, ja, das ist schon echt einiges, was wir hier auffüllen müssen. Na, komm her. Aber was sind das jetzt noch? 3 Ebenen, die kriegen wir auch noch hin. Werden mir schon Schilder hochgehalten. Aber so weiß ich immerhin, dass es jetzt gleich Schupfnudeln mit Käse gibt. Alles klar.
So. So, noch zwei Ebenen. Und dann haben wir es doch auch. Machen wir auch hier hinten dicht. Zack. Ja, da haben wir jetzt echt einiges Stacks Erde drin versenkt. Aber die Ecke hier ist auch ziemlich ungeeignet gewesen, um da drauf zu bauen. Von daher, das ist, glaube ich, hier die Ecke, wo wir am meisten Terraforming, was so das Auffüllen betrifft, betreiben müssen. Weil man hier ansonsten nichts mit anfangen kann mit der Ecke. So, haben wir das. Ja, und dann zieht sich die Mauer ja hier weiter entlang. Auf der Ebene hier. Erstmal grob abstecken, bevor ich hier jetzt alles dicht mache. So. Dann würde ich sagen, ziehe ich die hier hoch? Komm schon, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Dann muss ich ab hier nämlich einmal abzählen. Eigentlich muss ich das ja wegmachen, ne? Komm. Weil es mich sonst stören würde. So. Und ich wette mit euch, hier an dem bisschen Stein wird auch die Spitzhacke zerschellen. Hat's nur noch überlebt. Welch Wunder. So, ja, hier werden wir noch einiges auffüllen müssen. Ja, abzählen. Eins, zwei, drei, vier. Oh, zähl ich denn hier? Eins, zwei, drei. 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 Drei, eins, zwei, drei. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier außen, das heißt 1, 2, 3. Hier würde ich jetzt auf der Innenbahn 3 stehen. 1, 2, 3, Innenbahn. 1, 2, 3, Innenbahn. Dann wird es hier hochgehen. So. Das heißt, hier geht die Mauer weiter. Das sieht realistisch aus. So, dann kann ich das hier nämlich direkt mal 3 hochziehen.
Also hier geht wirklich richtig Erde drauf. So. Ich bezweifle nämlich, dass wir hier mit der Erde überhaupt hinkommen werden. So viel Erde geht hier drauf. Ich glaube nämlich, dass wir dann nochmal neue Erde holen müssen. So, 1, 2, 3. Ah, wir haben nämlich nur noch 3. Ja, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Diese geraden Flächen sind natürlich jetzt ein Spawn-Paradies für Monster. So, ja, ich kann auch erstmal die Erde nehmen, die hier draußen vor ist. Mal zumachen hier. So, geh mal weg da. Sagte, geh mal weg da. Geh mal weg da. So. 2, 3 und dann hier wäre das Ganze dann oben. Heißt, ich müsste hier wahrscheinlich noch 2 mehr abtragen. Geh weg, geh weg. Nein, lass es. Hey. Lass es sein. Danke. Ja, die beiden hier muss ich wahrscheinlich noch abtragen. Die beiden rein. Ah, du hast einen Weg gefunden. Weißt du was? Dann finde ich auch einen Weg. Und zwar den Weg nach Hause. So. Wir haben noch genug Erde, aber Broach neigt sich allmählich dem Ende zu. Nehmen wir nochmal den ganzen Stack mit. Legen uns hin, schlafen. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Eine Folge habe ich noch aufzunehmen. Habe ich es geschafft. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein. Ciao.